Vor 2 Jahren durften wir, die Etzyblin AG Freiburg, die Rohbauarbeiten dieses anspruchsvollen Gebäudekomplexes in Auftrag nehmen. Begonnen wurde im Januar 2020 mit den ersten Betonarbeiten im zweiten Untergeschoss. Auf den Flächen östlich und westlich der Luisenhöhenstraße wuchs erst das Hotel und anschließend die Tiefgarage empor. Die einzigartige Lage des Baugrundstücks auf einer Höhe von 600 Meter stellte uns in zweierlei Hinsichten vor Herausforderungen. Zum einen das Winterwetter mit anhaltenden Stürmen und reichlich Schnee. Zum anderen die beschränkten Zufahrtsmöglichkeiten, die sowohl die Lkw-Fahrer wie auch die Anwohner zur Verzweiflung brachten. Ein erster Dank gilt hier unseren Nachbarn und dem Gemeinderat, die mit großer Geduld und Verständnis die Beeinträchtigung durch die Baustelle ertragen haben. Ich kann Ihnen sagen, das Schlimmste ist überstanden. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das Richtfest, das wir heute feiern, symbolisiert die Fertigstellung des Rohbaus. Und so danken wir den Frauen und Männern vom Bau, den Betonbauern, Einschalern, Eisenflechtern und Elektrikern, unseren Polieren Martin Schmidt und Ferhat Zepf. Alle gemeinsam sind für die erfolgreiche Rohbauerstellung dieses komplexen Gebäudes verantwortlich. Ganz besonders danken wir unserem Auftraggeber für das entgegengebrachte Vertrauen und Verständnis, das große ansteckende Engagement, für die stetige Hilfsbereitschaft und dafür, dass Sie immer zum konstruktiven Dialog bereit waren. Herr Buhr, Herr Wörnle, vielen Dank.